So, der Himmel ist jetzt fertig. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben 10 vor 5. Das reicht für heute. Und jetzt ich erzähle nochmal, was haben wir hier gemacht. Und ich zeige euch auch kurz. Ja? So, habe ich euch gesagt, dass der Mann kommt aus Bayern, 500 und etwas Kilometer entfernt. Hat heute Nacht bei uns übernachten. Er soll heute nochmal bei uns übernachten. Erstmal, das ist zu spät. Und zweites Mal und wichtiger, dass die Module, was haben wir auf dem Dach geklebt, sollen, die sind geklebt, wie gesagt, und soll der Kleber ein bisschen trocken, ja. So, deswegen kann man jetzt sowieso nicht fahren bis morgen früh. So, was hat er gekriegt? Er hat früher zwei Module von Büttner auf dem Dach. Es ist genau so geblieben. Haben wir noch zwei von unseren montiert. 240 Watt Backkontaktzellen von SunPower. Dann haben wir eine 200 Amperestunden Lithium-Batterie gebaut von GNS, unsere eigene Marke. Dann haben wir eine Photronic Wechselrichter Rhein-Sinus-Kurve 1700 Watt mit Netzvoranschaltung. Dann haben wir auch eine Bluetooth-Dongle gebaut, wo kann man beide, wie gesagt, die alte Solaranlage ist von Büttner und das passt zusammen mit Votronic. So konnte der Mann jetzt über Bluetooth beide Solaranlage leasen. Mal sehen, was kommt von oben, wenn diese Solaranlage lädt. Dann haben wir auch eine 30 Ampere Ladebooster gebaut. Und eigentlich die ganze Technik ist da in der Mitte, in diesem Fach. Früher waren zwei AGM, Vata A 95 Amperestunde und die sind jetzt raus und wie gesagt Lithium rein. Ja? So, Florin und Wally, die machen noch fertig da, die machen sauber. So, das ist unsere Hümer. Gehen wir kurz erstmal auf dem Dach, bis die sind da fertig und gucken wir, was haben wir da. So, habe ich mich kurz vertan. Kein Problem. So, sind keine zwei, sondern nur eine vom Büttner, ja, sieht man hier. Dann da vorne eine Oyster 85. Hier haben wir ein Modul von uns. Dann gibt es eine Klimaanlage Truma Venta. Und hier ist die zweite Modul. Und sieht man deutlich, dass da hinten gibt es noch Platz. Und wahrscheinlich noch da eine Small links von diesem großen Heckdach. Und da vorne gibt es für noch eine normale, so auch so quer wie diese. So ein bisschen Platz auf dem Dach. Gibt es noch? In dem Moment der Besitzer sagt, das reicht mir nicht, dann konnten wir immer nachrüsten. Das habe ich immer gesagt. Das ist immer möglich, ja. Und dann gehen wir jetzt kurz rein. Nur eine Stelle soll ich euch zeigen, ja. Weil genau da weiter sind alle die Elektronik, ja. So, hier haben wir diese Bedienteil von Wechselrichter gebaut. Ja, Wally verdrahtet noch etwas hier. Warten wir kurz, bis er fertig ist und dann gucken wir weiter. So, dann sprechen wir kurz über diese Haushausstellung, ja, im Haus GNS. 12. und 13. Dezember. Erstes Mal, es ist ein Festtermin, aber müssen wir gucken, ob auch der Stadt einverstanden ist. Ja? Wir wissen gar nichts heute, die haben gesagt, spätestens morgen, die sagen uns etwas, unsere Politiker, wie wollen die noch weitermachen. Ja? Ist normalerweise jetzt ist alles, diese Sperre ist nur bis 30. November.
Aber dann gucken wir, ob gibt es weiter oder nicht. Wir hoffen das nicht. Schade, wenn es weiter bis, sagen wir, bis Weihnachten oder so und konnten wir nicht stattfinden, diese Hausaufstellung. Dann machen wir im Januar, Februar, wenn wir können. Ja? Auf jeden Fall bleibt erstmal fest, 12. und 13. Dezember. Bitte eine Bestätigung. Ich komme. Wie viele Personen kommt hier? Weil wir haben nur eine, zwei Tage und es sind schon viele Leute, die wollen kommen. Und wir müssen wissen ungefähr, wie viele Leute hier kommen. Ob wir dürfen sowieso mit so vielen Leuten. Ja, bitte erstmal bestätigen. Kurz telefonisch oder E-Mail spricht keine Rolle. Und noch was mit dem Angebot, was hat Guido? Wer der Video von Guido nicht gesehen hat, dann sage ich euch, wir machen auch ein kleines Angebot bei dieser kleinen Messe, mit dieser Aufstellung. Büttner, ich komme. Erste nach oben und der Rest nach unten. Wie gesagt, bei dieser Messe möchten wir gerne ein Angebot machen. Hat Guido einen extra Film gemacht, nur über dieses Thema. Wir machen 10% weniger für alle unsere Solaranlagen. Spielt keine Rolle, ob das 2 Module, 3, 4, 10. Ja? So, wir machen 10%, aber aufpassen, nur beim Solaranlage. Ja, nicht bei all unseren Produkten. Weil heute hat mich jemand angerufen, ja, ich komme bei der Messe und ich nehme gerne eine Lithiumbatterie mit diesem Messerabatt, was ihr da macht. Wir machen kein Angebot für andere Produkte, sondern nur für Solaranlage. Ja? Das weißt ihr schon. So, dann gucken wir, ob Walle fertig ist. Noch nicht. 2 Minuten noch. 2 Minuten. Sekunde, noch eine Sekunde. Fertig. So, dann gucken wir hier. So, dann rechts, Votronic Charging Converter. So, das ist der Booster. Dann in der Mitte ist unser Solarregler. Dann links ist die alte Solarregler von die alte Modul. Da unten ist die Bluetooth Connector. Ja. Dann hier haben wir alles, sieht man, vernünftig gemacht hat. Florin schreibt alles, was wie Inverter 250 Ampere, Starter vom Booster 50 Ampere. 40 Ampere für Bordbatterie und so weiter. Ja, guck mal hier, Solar 15 Ampere. Hier unten ist die Batterie 200 Ampere Stunden von GNS, wie gesagt. Und ganz unten sieht man klar der Wechselrichter 1700 Watt von Votronic. Da ist auch der LBL Block. Hier, ich glaube, ist die, ja genau, FI Schalter, da hinten ist noch ein zusätzliches Ladegerät. Und das war's. Guck mal, hier ist die alte Solar-Batteriecomputer und Solarmonitor. Und das war's. Gibt es hier noch eine Klima? Ja. So, nochmal. Wie gesagt, sprechen wir noch über dieses Thema und mit dieser Hausausstellung. Aber mindestens jetzt habt ihr eine Idee, ja? Wie immer, bleibt ihr gesund und alles Gute aus Mönchengladbach.